Herzlich willkommen bei der perfekten Frikadelle, was immer das heißen mag. Ich denke mal, regional gibt es schon Unterschiede, was die Namen betrifft und bestimmt auch die Zubereitungsarten. Ich wollte mit Ihnen mal so ein paar Sachen ausdiskutieren bzw. zeigen. Was wichtig ist auf jeden Fall, saubere Hände, ganz, ganz wichtig. Frisches Hackfleisch sollte an dem Tag, wo es gekauft wird, auch verarbeitet werden. Welche Mischung würde ich sagen, das überlasse ich jedem selber. Hackfleisch habe ich schon mal hier. Zutaten, die auf jeden Fall mit rein müssen, sind Gewürze. Das würde für mich bedeuten Salz und Pfeffer. Alternative anstatt Pfeffer, was wir jetzt schon überlegen könnten, wären ein bisschen Paprika, Chili oder Cayenne. Das wäre jetzt für die scharf oder schärfere Variante. Hackfleisch bindet unheimlich stark oder schluckt Gewürze. Deswegen kann man schon sehen, das Ganze ruhig ein wenig überwürzen, bedeutet gut Salz und gut Pfeffer mit dazugeben. Was für mich ein Muss ist, ist auch immer ein bisschen Senf für den Geschmack und für die Schärfe mit dazuzugeben. Da wird auch jeder wieder unterschiedliche Senfsorten nehmen. Man könnte auch überlegen, einen Senf zu nehmen mit Kräuter. Ich habe jetzt einen milden Senf, dementsprechend darf ich damit auch ein bisschen großzügiger sein. Dann zur Bindung würde ich immer empfehlen, auf jeden Fall ein Ei mit dazuzugeben. Mit Gelb und klar. Und dann die nächste Frage, Brötchen mit dazu. Eine Möglichkeit sind zum Beispiel schon fertig, das wären die Semmelbrösel. Die habe ich hier, was auch gehen würde, oder sehr gut geht, sind Haferflocken. Oder wie sagt man, die altbackene Brötchen im Wasser wieder eingeweicht. Überlegungen sind, einmal durch die Semmelbrösel oder Haferflocken wird die Masse ein wenig fester und trockener. Durch das versteckte und verpackte Wasser in dem eingeweichten Brötchen finde ich die Frikadelle saftiger. Das heißt, ich würde lieber von dem Brötchen, ungefähr für die Menge brauche ich ein Drittel, rausnehmen und auch ein bisschen wieder ausdrücken, dass nicht zu viel Wasser mit dazu kommt. So, das geben wir mit dazu. Und jetzt können wir anfangen zu spielen. Das heißt, das wäre meine Pflichtübung. Nächste Überlegung, ein bisschen was Grünes hätte ich ganz gerne, was Kräuter betrifft, was immer auf jeden Fall passt, ist Petersilie. Gerne aber auch ein bisschen Maggikraut, Liebstöckel. Ich habe mich heute für Petersilie entschieden. Ich mag glatte Petersilie in der Frikadelle lieber wie die Krause. Die sollte ein bisschen klein gemacht werden, das bedeutet, die wird klein geschnitten. Das bedeutet, ein kleines Paket bauen, einmal Länge nachschneiden und danach Stiele wieder weglegen. Einmal noch ein bisschen durchgehen, dass die wirklich schön klein gemacht wird. Alternativ, was auch gehen würde, sind getrocknete Kräuter. Auch gerne mal ein bisschen Majoran oder Thymian mit dazugeben. So, dann manche Leute machen da Zwiebel mit dazu. Das heißt, ich würde die Zwiebel in kleine Würfel schneiden. Ich finde es bei der Frikadelle schöner, ohne Zwiebel zu machen. Was aber für meinen Geschmack mit dazu kommt, ist auf jeden Fall ein bisschen Knoblauch. Hier presse ich den sogar ganz gerne, was ich eigentlich sonst nicht mache, um einen intensiveren Geschmack zu bekommen. Das würde bedeuten, Knoblauch in die Presse geben. Und ich würde das Ganze aber auch ein bisschen schärfer. Wenn Sie die mildere Variante haben wollen, dann auf jeden Fall kleinen Würfel mit dazugeben. Und was auch gut passt, wäre zum Beispiel Speck. Den Speck würde ich in dem Fall fein würfeln. Da würde ich auch überlegen, den Speck vorher anzubraten, um schönere Röstaromen zu bekommen. Das heißt, unsere Boulette, Frikadelle, wird dadurch noch würziger. Und eine schöne Sache, was gerne in südlichen Gefilden gemacht wird, bedeutet noch ein paar Nüsse mit dazu, in dem Fall Pinienkerne. Finde ich eine ganz tolle Variante, die mit dazugeben. Ja, und jetzt geht es natürlich los, das Ganze gut zu verkneten. Ich fange mal mit dem Löffel als erstes an, das Ganze grob zu verteilen. Aber das Beste, was ich wirklich gleich nehmen kann, sind meine Hände. Die werde ich gleich sowieso brauchen, um unsere Buletten auch zu formen oder Fleischpflanzer, wie auch gerne dazu gesagt wird. So, jetzt kann ich schon mal sehen. Das sieht gut aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch merke, dass ich zu viel Wasser noch in dem Brötchen hatte und möchte die Masse noch ein bisschen fester oder dicker bekommen, dann kann ich jetzt auch hervorragend hergehen und nehme ein bisschen von meinen Semmelbröseln. Ja, das werden wir auch machen in dem Fall. Gebe jetzt wieder ein paar Semmelbrösel zur Bindung und dadurch wird die Masse homogener. Wenn ich das Ganze durchknete, sollte ich halt gucken, passt ganz gut durch meine Petersilie, sehe ich sehr gut, ob die sich schön verteilt hat, ob ich wirklich die ganze Masse gleichmäßig verteilt habe. So, für den ersten Eindruck würde ich mal sagen, das sieht schon ganz gut aus. Was ganz, ganz wichtig ist, entweder mache ich mir jetzt eine kleine Probe
brate die vorher ab, um zu gucken, ob ich das Ganze auch richtig gewürzt habe oder dann noch ein bisschen schauen, ob noch ein paar Gewürze mit dazu müssen. Oder wer auch gerne Mettbrötchen isst, das bedeutet, man kann Hackfleisch, wenn es frisch ist, so wie das gehört, auch so probieren. Das heißt, wenn wir ein Stückchen wegnehmen und einmal schauen, ob noch ein bisschen was fehlt. Also auf jeden Fall Salz. Schärfe reicht mir. Also man sieht schon, ich habe da jetzt reichlich Salz mit dran gemacht. So, hervorragend. Bevor ich anfange, die Frikadellen gleich zu rollen oder zu formen, hole ich mir immer meine Größe ungefähr, die ich haben möchte und lege mir das Ganze einmal an die Seite. Nebenan habe ich schon mal ein Gefäß mit Wasser vorbereitet, um jetzt meine Hände anzufeuchten und dadurch besser drehen zu können. Aber vorher würde ich schon mal die Pfanne erhitzen. Das bedeutet, Pfanne aufstellen, heiß werden lassen zum Braten am besten. Für diese Sache finde ich Butterschmalz. Das bedeutet geklärte Butter. Die kann heißer werden. Das war ein bisschen viel. Die Hälfte reicht mir. Die wieder rausnehmen. So, einmal die Hand feucht machen, aber auch wieder ein bisschen abtropfen lassen. Und dann fange ich an, die Buletten, Frikadellen zu drehen und einmal an die Seite legen, ein bisschen andrücken. Solange die Hände feucht genug sind, brauche ich nicht ins Wasser gehen. Einmal schön drehen, das bedeutet, ein Finger sitzt immer an der Seite und formt das Ganze oder drückt es an der Seite ran. Wieder runter, jetzt muss ich ein bisschen Wasser holen wieder. Immer ein Auge auf die Pfanne werfen, dass die nicht zu heiß wird. So, andrücken. Hoppla, der ist mir jetzt runtergefallen. So. Also man sollte sehen, durch dieses Formen, dass eine glatte Oberfläche entsteht. Dadurch wird das Ganze auch schön geschlossen und die gehen beim Braten normalerweise nicht kaputt. So, einmal testen mit der ersten. Die legen wir mal an die Seite ein bisschen rein. Sobald ich Geräusche höre, weiß ich, die Pfanne ist heiß und kann jetzt damit reingehen. Am Anfang gehe ich meistens her, habe eine höhere Temperatur, dass die auch schön kross wird und Farbe bekommen. Bei der Größe würde ich ungefähr sagen, gute 3 Minuten mindestens von jeder Seite braten. Das heißt auch gar nichts nebenbei machen, stehen lassen, nachher auf ungefähr 2/3 der Temperatur runterschalten. An der Seite kann ich mir ja schön sehen, wie das Fleisch nach oben gart. Sobald ich sehen kann, dass sich an der Seite ungefähr bis zur Hälfte verfärbt hat, dann gehen wir her und drehen das Ganze um. Das heißt, wir warten jetzt mal 3 Minuten und treffen uns gleich wieder. So, einmal jetzt noch ein Drucktest, das heißt, es darf nicht mehr zurückfedern, muss fest sein, ähnlich wie beim Stück Fleisch, wenn es durchgebraten ist, bedeutet jetzt ausmachen. Jetzt habe ich Ihnen einmal meine perfekte Frikadelle vorgestellt und verschiedene Möglichkeiten zuzubereiten. Ich denke mal, Sie haben auch Ihre Varianten. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass Sie 1-2 Tipps von mir auch übernehmen werden, um Ihre perfekte Frikadelle noch abzuwandeln. Für mich zum Schluss selbstverständlich. Am besten schmeckt mir meine Frikadelle mit Senf, vielleicht eine Scheibe Brot mit dazu. Und guten Appetit!